Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit unserer kleinen süßen Legacy Challenge. Und du futterst dir schon fleißig, Finn, wie ich sehe. Nein, wir betteln nicht nach Essen. Kann ich dich belehren? Kann ich dich. Ach nee, du hast gar nicht gebettelt. Du bleibst hier, du kümmerst dich um den süßen kleinen Hund. Streicheln. Wir müssen nämlich echt mal ein bisschen mehr mit unserem Tier wieder machen. Ich möchte sie nämlich nicht vernachlässigen irgendwie. Und du hast jetzt noch auch gerade mal 2 Tage, dann wird die Kleine auch schon zum großen Hunni. Ich bin gespannt, wie sie aussehen wird. So, Zoe, wie geht's dir? Natürlich kriegst du dann auch ganz viel Liebe ab. Na, Mausi, alles gut. Erst müssen wir uns ein bisschen um deine Kleine kümmern, aber dann bekommst du auch gleich ganz viel Kuscheleinheiten. Oh, süß. Aber Finn schmeckt es auf jeden Fall sehr gut, wie man sieht. Also der muffelt schon ordentlich rein. So, Finn, komm, mach dich mal nützlich und räum hier mal auf. Na, jetzt sind wir aber auch bei der Kleinen. Sie müsste ja dann eigentlich auch irgendwann Level, nicht Level, Senioren werden. So, wir gehen sie dann nochmal auf der Couch verwöhnen. Jetzt wird sie zur Seniorin! Oh wow! Jetzt habe ich es gerade noch gesagt. Ja, sehr gut. Den kannst du nicht fangen. Nur mal so als kleiner Tipp. Ich bin so gespannt, wie sie aussehen wird. Zoe ist älter geworden. Zoe hat jetzt Zeit, den Zenit überschritten und es ist eine ältere Hündin. Du wirst feststellen, dass sie jetzt häufiger schläft, weniger auf Müll springt und häufiger krank. Nein! Zoe bleibt noch ein paar Tage. Also verbringe die Zeit mit. Nein, nein, nein. Oh, sie ist grau. Sie hat ein paar graue Stellen. Oh, wie süß. Oh ja. Oh, sie ist grau. Das sieht man dann, glaube ich, bei ihr gar nicht. Wie viele Tage haben wir denn jetzt noch? Achso, verbleibende Tage, einschließlich 0. Achso, 16 Tage. Also 16 Tage auf jeden Fall noch mal gucken. No. So süß, die kleine Maus. No. Oh. Aber nein, sie war kein einziges Mal krank. Kein einziges Mal. Keines Mal hat. Ich bin stolz darauf sagen zu können, dass keines meiner Tiere bis jetzt ein einziges Mal krank war. Also bis jetzt waren meine Tiere wirklich mal topfit und gesund. Also meinen Tieren geht es wirklich gut. Sehr gut sogar. Darauf bin ich sehr, sehr froh. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und ich hoffe, dass sie jetzt wirklich nicht krank wird. Aber bis jetzt lief es wirklich immer sehr, sehr gut. Es lief wirklich sehr gut bis jetzt immer. Ich wäre auf jeden Fall sehr traurig, wenn die Kleine von uns gehen würde. Aber wir haben Bilder, oder? Wir haben Bilder, wir haben Bilder, wir haben Bilder. Auch wenn das nur kleine, wieso sind das nur so kleine Bilder? Ich wünschte, ich könnte große Bilder machen. Kann ich denn mit einer Kamera ein großes Bild machen? Ich kaufe mir jetzt eine Kamera. Ich muss ein gutes Bild von Zoe machen. Wo gab es denn Kameras? Nee, Kamera, so eine Fotokamera. Ach so, ich weiß, die gab's für Hobbys. Hobbys? Ja, keine Ahnung, ich will was Ordentliches haben. Vor allem, ich wollte heute ins Restaurant gehen, jetzt kommt sowas dazwischen. Aber ich vergesse das sonst wieder. Genau. Nehmen wir einfach das Beste, was man kriegen kann. Und Simstagram hier. Oh ja, wir können auch von ihr. Vielleicht geht das ja besser mit der Kamera. Vielleicht kann man ja da wirklich ein paar große Fotos machen. Das wäre natürlich schön. Oh, so süß. Es ist so süß. Und ich finde es so süß, dass sie jetzt einfach so ein paar graue Stellen bekommen hat.
Das sieht schon süß aus. Oh ja, wir können große. Oh, sehr schön, sehr schön. Das passt natürlich perfekt. Am liebsten hätte ich jetzt Lea dort hinten nicht drauf, deswegen gehe ich nochmal ganz kurz raus. Aber das ist natürlich ein sehr schönes. Das wäre ein sehr schönes Porträt gewesen. So ganz kurz. Foto machen. Das Instagram-Tier. Zoe. Ich möchte natürlich, wenn möglich, nicht irgendwelche Sims im Hintergrund rumlaufen haben. Wieso gehst du jetzt nach oben? Oh wow. Nein, auch das sind gerade so ungünstige Momente immer. Wirklich sehr ungünstige Momente. Achso, wenn ihr dann wach seid, du gehst auf jeden Fall. Obwohl, du geht's nicht so gut. Ich lass dich heute mal zu Hause und geh mit Lara und Jay vielleicht alleine. Aber erst möchte ich hier noch ein gutes Bild bekommen. Zoe. Und zwar bevor sie irgendwo neu reingeht. Ah, verdammt, ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, das wird was. Nein, das wird natürlich wieder nichts. Ich möchte sie schön von vorne haben. Es ist doch zum. Es ist zum Mausmelken gerade. Nein, das ist gerade auch kein schönes Bild. Nein, das sieht gerade so ein bisschen sehr komisch aus. Ich rufe sie einfach mal zu mir. Warte, Lea, geh mal hier hin. Und dann rufen wir die Kleine einfach mal her. Ich hoffe wirklich, dass meine Tiere weiterhin gesund bleiben. Aber bis jetzt hatte ich das wirklich sehr gut, dass die wirklich topfit sind. Es wäre natürlich schön, wenn das weiterhin so bleiben würde. Ich möchte gerne ein Porträtfoto haben, damit ich eine Erinnerung habe. Damit ich ihren Grabstein, das klingt so mies, aber ihren Grabstein halt drauf platzieren kann. Oh ja, das ist ein süßes Bild. Das ist ein sehr, sehr süßes Bild. Upsala, ich möchte das gerne so. Geh mal so ein bisschen nach dort. Und mache jetzt nochmal ein Instagram-Tier. Und zwar mit Zoe. Das ist auch süß. Jetzt sollte auf jeden Fall ein paar Fotos geben. Das ist auch wieder so ein Bild, das man eigentlich wirklich gut nehmen kann. Vielleicht das so ein bisschen drehen. Da wird jetzt schon eins dabei gewesen sein, was man auf jeden Fall verwenden kann. Also mit Fotos bin ich jetzt auf jeden Fall erst einmal versorgt. So, Lara. Geht ihr beide heute ins Restaurant? Eigentlich recht einer von euch. Also gehen wir erstmal alleine. In der Schule. Schule ist doof. Nein, Schule ist wichtig. Du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein. Wir reisen mal ins Restaurant. Also, in den meisten Fällen auf jeden Fall, klar, es gibt immer Ausnahmen. Aber in den meisten Fällen sollte man schon einen Abschluss haben. Denn unter denen sieht es dann doch meistens ein bisschen schlechter und ungünstiger aus. So. Dann schauen wir doch mal, was im Restaurant läuft. So, wir haben Bilder von Zoe, das ist sehr schön. Habe ich das auf jeden Fall abgehakt auf meiner Liste. Jetzt kann sie alter werden und ich hoffe wirklich, dass sie nicht krank wird. Weil wie gesagt, meine Tiere waren bis jetzt, ich hatte jetzt bis kein einziges Tier, das krank war. Klar, vielleicht sollte ich jetzt mit ihr öfter zur Vorsorgeuntersuchung gehen, weil ich war ja bis ihr mit ein, zwei Mal zur Vorsorgeuntersuchung. Hatte ich bis jetzt noch nie wirklich nötig, weil sie dann wie gesagt nicht krank war. Aber so ein bisschen ist das ja nicht schlecht. So, wie sieht es eigentlich bei euch aus, meine lieben Angestellten? Sie ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Aber mir ist es auch wichtig, dass die Köche gut sind. Deswegen schicke ich die Köche meistens ziemlich viel auf Weiterbildungen. Don ist natürlich von Anfang an gut im Fitness gewesen. Ich hoffe nur, dass er nicht ganz so viel mehr joggen geht. Und unsere gute Empfangsdame werden wir heute vielleicht auch mal losschicken. Ich gucke mal, dass ich heute allen auf jeden Fall wieder so ein bisschen was gebe. Wo sie erstmal beschäftigt sind. So. Yogi verwalten. Kann ich mir denn schon irgendwelche Vorteile kaufen? Überernte. Achso, 24 Stunden geduldige Gäste. Das kaufe ich mir einfach mal als erstes.
Ach so, wir haben doch Abendkleidung und so, oder? Haben wir Abendkleidung? Ach so, ich wollte endlich mal, ich muss endlich mal die Kleidung hier verschönern von meinen Angestellten. Aber wir hatten Abendkleidung, oder? Verwalten? Nee, Standard, oder? Nee, Abendkleidung, genau, Abendkleidung. Na komm, dann müssen wir uns auch ein bisschen schicker outfit anziehen. Abendkleidung, und zwar ziehen wir dann einfach mal das hier an. Die ersten Gäste kommen auch schon ganz fleißig an. So, Donny, ich hab dich im Auge. Nur mal so am Rande. Ich hoffe auch, du machst das heute ordentlich und zuverlässig und gehst nicht zwischendurch joggen. Also viele essen wirklich oben. Die wenigstens essen hier unten. Oh, es kommen wirklich sehr, sehr viele Leute. Vielleicht sollte ich doch noch jemanden dazu holen von zu Hause, der mir so ein bisschen unter die Arme greift. Bei so vielen Leuten ist es dann doch schwer, alle zu treffen. Komm, ich hole einfach mal Finn her. Komm, Finn, dann kannst du halt mal mit unter die Arme packen hier. Geh deine Mama erst einmal umarmen zur Begrüßung und dann können wir mal gucken. So, und ich gehe jetzt schon mal rum, begrüße die Ersten. So, Management, begrüßen und Management Tisch überprüfen. Aber wir haben ja heute auf jeden Fall einen langen Tag vor uns. So, mit Finn hast du jetzt genug geschnackt. Der muss dann auf jeden Fall auch nach oben. So, begrüßen und Management Tisch überprüfen auf jeden Fall. Also sind hier, glaube ich, noch die letzten Gäste. Die gute Sandy oder Candy oder wie auch immer ich nenne sie einfach Sandy, arbeitet das alles ganz gut Stückchen für Stückchen ab. Willkommen, ich hoffe, es hat geschmeckt. Unser Koch ist ein kulinarisches Genie. Oh wow, hier hat es gleich eine 4. Willkommen in unserem Restaurant. Wird als ihre absoluten Zufriedenheit ablaufen. Das hoffe ich natürlich auch. Und hier sind schon einige auf 4-Sterne-Kurs. Und es kommen immer mehr Leute. Deswegen würde ich sagen, stoppe ich jetzt erstmal die neue Zufuhr. Die kommen, die können noch kommen, aber danach erstmal Schluss, weil wir sind halt noch nicht so viele. Und gerade meine Bedienungen, die sind jetzt auch nicht die schnellsten und ja. Aber nachdem sie das geschafft hat, werde ich sie dann auf jeden Fall loben, unsere Gute. Ich wollte mal hier, ich muss hier mal Musik installieren langsam. Ich glaube, das mache ich mal jetzt, sonst vergesse ich das sowieso mal wieder. So. Ich nehme hier einfach so ganz einfache Wandspieldinger, die ziemlich teuer sind. Und zwar der Macher? Ja, es soll einfach nur so ein bisschen im Hintergrund da drum rieseln. Das passt dann schon. So, die ja schon begrüßt, das habe ich gerade gar nicht aufgepasst, ob wir das schon gemacht haben. So, hier ist alles noch ganz gut. So, die anderen bekommen jetzt hier noch gerade ihren Tisch, oder? Haben die ihren Tisch? Ich weiß es gerade gar nicht. Willkommen im Restaurant, ja. Gut, Don muss jetzt hier noch unten warten, weil die ersten haben hier schon die Sachen. Das erste Essen ist schon fertig. Aber die Gäste, die haben auch noch nicht ihren Tisch. Aber jetzt nehmen sie ihn an, oder? Ich glaube, das sind gar keine Gäste mehr. Das sind einfach nur Leute, die hier drin rumlaufen. Ah, nee, doch nicht. Wieso isst du jetzt Erbsen? Dann ist halt Erbsen, wenn es dich glücklich macht. So, bei denen sieht man gerade zwar nicht die Sterne, aber das ist ja komplett egal. Das können wir trotzdem überprüfen. Und du, Madame, gehst jetzt erstmal sie für ihre gute Arbeit loben. Und dann überprüfen wir sie mal.
Na, das Schälchen musst du jetzt nicht bei den Leuten auf den Tisch stellen. Es tut gut zu wissen, dass man... Ja. 3 Sterne, sehr cool. Es ist alles okay, mein Traumschab ist das trotzdem nicht. Okay, schade. Ich bezahle sie trotzdem mal für eine Schulung. Vielleicht wird sie dann ihr Traumjob, wenn sie so ein bisschen aufsteigt. Aber bis dahin muss es natürlich noch ein bisschen besser werden. Also irgendwann werde ich hier auf jeden Fall befördern. Und es dauert halt noch ein bisschen. Danke, das ist eine tolle Chance, meine Fähigkeiten zu verbessern. Ich gehe gleich nach der Arbeit hin. Oh, falsches Bad. Das da hinten. Ja. Don macht heute aber auch wirklich ausgezeichnete Arbeit. Das kann man gar nicht anders sagen. Er ist auf jeden Fall fleißig unterwegs. Hier oben wurde aber trotzdem nicht ausgetrunken. Das eine, aber ist ja nicht schlimm. Ah doch, jetzt sieht man die Sterne wieder. Ganz ruhig, Yuki. Ganz ruhig. Mach einfach dein Zeug weiter und dann passt das alles. Die hier sind alle mit unserem Service sehr zufrieden. Das ist natürlich sehr schön. Wir haben 3 Sterne. 3 Sterne ist gut. 5 Sterne ist besser, aber 3 Sterne sind erstmal ganz gut. Hier bin ich auf jeden Fall erstmal zufrieden. Der geht jetzt weg und joggt ein bisschen. Okay, erinnert mich so ein bisschen an Don. Aber Don ist heute wirklich gut dabei. Er macht seinen Job halt wirklich ausgezeichnet. Das muss man wirklich sagen. Also ihn muss ich dann auf jeden Fall auch erstmal loben, sobald alle Gäste dann wirklich komplett bedient sind. Er räumt doch alles, er hat es auch noch nicht abgeräumt, aber vielleicht, weil er bis jetzt noch wirklich ziemlich im Stress ist. Was nicht ist, kann ja noch werden gut sein. Die steht jetzt hier natürlich rum wie ein bisschen bestellt und nicht abgeholt, weil sie ja noch nichts zu tun hat. Aber sehr schön. Bis jetzt bin ich wirklich sehr zufrieden. Das heißt, wir könnten irgendwann noch ein bisschen schwierige Gerichte auch anbieten, weil sie auch ein bisschen besser wird im Kochen. Ich meine, sie ist jetzt schon wirklich ziemlich gut geworden. Ich weiß gar nicht, was für ein Level das ist, aber ich denke, wir können auch mal bald die Speisekarte ein bisschen, ja, anspruchsvoller machen. Wow, 5 Sterne sogar. Don, bleib hier, ich muss dich loben. Jetzt war nichts. Jetzt macht er es kaputt. Er macht's kaputt. Don, ernsthaft. Haben die oben wenigstens alle Essen? Sieht so aus. Aber trotzdem, Don, ich wollte dich gerade, aber Yuki, können wir jetzt loben gehen. Aber Don, hier ist noch Essen, du Noob. Komm zurück. Ich will das austeilen können. So, und sie bekommt dann gleich wieder eine Schulung. Zubereitungsart erörtern, normal, ja. Don, bewegt deinen Arsch her, wo auch immer du bist. Finn, geh mal bitte raus und scheiß ihn so ein bisschen zu. Okay, er kommt wieder. Danke, ich weiß deine Mission, meine Zukunft so schätzen. Ich werde meinen nächsten freien Arbeitstag am Unterricht teilnehmen. Don, weißt du, darf immer den Eimer loben, weil er seine Arbeit gut macht und dann kommt sowas hier. Dankeschön für eure 5-Sterne-Bewertung. So, und jetzt mach ich mal ein bisschen Tempo dann, bitte. Aber ansonsten hat er heute gut gearbeitet. Ich denke, ich werde ihn trotzdem loben. Für wen ist eigentlich das Essen? Für die hier hinten? Die hat noch kein Essen. Wird's aber Zeit. Wow, die haben wirklich alle ganz gute Bewertungen. So, dann. Ich würde sagen, wir loben ihn einfach mal und schicken ihn dann auch mal auf eine Schulung. Ein bisschen Lob muss auch mal sein. Er war zwar wieder joggen, aber das hat er seine Arbeit größtenteils gemacht. Danke, Lara. Ich bin aber auch echt ein toller Hecht, ja. Das ist typisch Don. Das ist eindeutig typisch Don. So, wir haben aber schon 22 Bewertungen. Das heißt, wir haben schon 22 Leute oder Kunden bedient. Eine Köchin können wir auf jeden Fall da noch einstellen. Mal gucken. Wo gehst du hin? Du sollst dann nur für eine Schulung bezahlen und nicht ans andere Ende der Welt rennen. Oh, sie ist zur Arbeit. Finn! Du musst Don
die Schulung bezahlen. Dann, da, da. Und das da bitte noch auch vormacht. Komm, das kannst du auch mal machen. Na prima. Romantikfestival! Oh mein Gott. Vergessen, warte, 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 ganz kurz. Oh nein, die Folge geht ja schon voll lange. Verdammt, Entschuldigung. Okay, dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle auch einfach von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich schließe jetzt ja auch das Restaurant. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal zu einer neuen Folge wieder. Habt eine wundervolle Zeit und ich hoffe, ich vergesse nicht aufs Restaurantikfestival, ins Restaurant, aufs Romantikfestival zu gehen. So, Finn räumt hier noch ein bisschen auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao.